Hallo zusammen. Heute gibt es was auf die Ohren. Und eigentlich nur auf die Ohren, denn alles, was ihr sehen werdet, ist dieses Bild hier. Denn ich habe vor langer Zeit mal einen Text geschrieben, der zum Inhalt hat, wie lange dauert eigentlich ein Jahrhundert. Und das war ein Text, der jetzt nicht einmal für ein hörendes Publikum gedacht war, der war auch nicht für ein Laienpublikum gedacht, sondern eher für Fachleute, also andere Historiker. Mit anderen Worten, ihr seht gleich einen schwarzen Bildschirm und hört nur meine Stimme, die sehr, sehr einschläfernden Text von sich gibt. Warum mache ich das? Zum einen, ich habe ein neues Mikrofon, wie ihr dem Bild entnehmen könnt, und zum anderen bin ich in diesem Text auch auf die Reichskrise des dritten Jahrhunderts eingegangen. Und das ist eigentlich ein Gegenstand, über den wollte ich ohnehin ja sprechen. Denn ich möchte ja irgendwann auch mal über die spätantiken Monumentalbauten sprechen. Also die großen Kirchenbauten des frühen Christentums, die letzten heidnischen Tempel. Und ich möchte auch was über heidnische Tempel machen, das habe ich euch alles schon gesagt. Und ich habe ja das Video gemacht, der Historiker, der Bücherwurm. Ich habe dann verschiedene Videos gemacht, welche archäologischen Quellen für Althistoriker interessant sind. Und wenn man diese ganzen Erkenntnisse zusammenfasst, dann kommt dabei etwas raus, das ich in Textform mal gepresst habe. Wie gesagt, nicht für ein Laienpublikum, sondern für ein mehr fachliches Publikum. Und das wollte ich heute einfach mal vertonen. Die Dinge, die ich in dieser Vertonung anspreche, was ist eine Zeitepoche, wodurch wird sie definiert, da könnte man auch sehr viel Weitergehendes noch zu sagen und vielleicht mache ich das auch noch irgendwann. Also, was ist ein kurzes Jahrhundert? Gibt es dann auch ein langes Jahrhundert? Auch das sind spannende Sachen, die sich außerhalb der Antike bewegen. Also man kann da unwahrscheinlich viel drüber machen. Aber für heute möchte ich einfach mal sehr, sehr theoretisch werden. Und ihr seht jetzt nach dem Intro einen schwarzen Bildschirm und hört nur meine Stimme. Und wenn das Ende ein bisschen abgeschnitten klingt, dann sage ich direkt, das dritte Jahrhundert ist ein Beispiel für ein sogenanntes kurzes Jahrhundert. Kurz in Anführungszeichen. Also, jetzt gibt's was auf die Ohren. Es ist sehr theoretisch und schlafen Sie wohl nach dem Intro. Was ist ein Jahrhundert? Ein Jahrhundert ist ein Zeitabschnitt von 100 Jahren, die ausgehend von dem Jahr 0 unserer Zeitrechnung aufeinander abfolgen. Da das erste Jahrhundert den Zeitraum von 0 bis 100 umfasst und das zweite Jahrhundert die Jahre 101 bis 200 und so weiter, scheint die Frage, was ein Jahrhundert ist, für den naturwissenschaftlich-mathematischen Aspekt beantwortet zu sein. Der Historiker kann sich freilich mit dieser starren Ordnung nicht abfinden. Für ihn sind Jahreszahlen bloße Orientierungspunkte. Denn der Historiker betrachtet Zeiträume, das heißt den Verlauf von Entwicklungen und Prozessen. Diese werden von punktuellen Ereignissen, die sich in Jahreszahlen festmachen und verorten lassen, initiiert oder bedingen diese. Die Zeiträume, Zeitepochen, bedingen ihrerseits wiederum auch Ereignisse. Das Verhältnis ist also als wechselseitig anzusehen. Wenn man nun den Verlauf einer beliebigen Zeitepoche nachzuzeichnen sucht, so stellt sich zwangsläufig auch die Frage nach deren Beginn und deren Ende. Man sucht nach Markern, also Ereignissen, an denen man eben das Ende oder den Beginn einer Epoche festmachen kann. Der Mensch neigt nun mal zur Übersicht und da kommen vorgefertigte Zeitblöcke von exakt 100 Jahren gerade recht. Das Problem bei der Sache ist,
dass jeder Mensch jeder Zeit, Epoche, sich im Hier und Jetzt wahrnimmt. Das gilt auch für Zeiten des Umbruchs, des Epochenwechsels. In der Fachsprache auch Sattelzeit oder Achsenzeit genannt. Die Worte, die dem griechischen Philosophen Heraklit, geboren um 520 vor Christus, gestorben um 460 vor Christus, nachgesagt werden, nichts ist so beständig wie der Wandel oder stark vereinfacht Pantarei, alles fließt, verdeutlichen eine naturgegebene Unschärfe in der Definierbarkeit eines Epochenendes oder eines Epochenanfangs. Letztendlich sind Epochen erst mit zeitlichem Abstand in der Rückschau durch den Historiker definierbar, unter Zusammenfassung von Aspekten, auf die im Folgenden eingegangen werden soll, und unter mehr oder weniger willkürlicher Setzung von Start- und Endpunkten in Form von Jahreszahlen auf dem Zeitstrahl. Diese Setzung, besser Definition von Start- und Endpunkten von Zeitepochen, ist einerseits wenig willkürlich, da eine ungefähre Übereinkunft in der Geschichtswissenschaft darüber herrscht, wann eine Epoche beginnt oder endet. Willkürlich sind diese Konventionen aber deshalb, da sich jeder Start- oder Endpunkt einer Epoche begründbar aufgrund der bereits erwähnten Unschärfe um Jahre oder gar Jahrzehnte nach vorne oder hinten verschieben lässt. Was macht nun die Zeitepoche aus? Im üblichen Konsens werden Zeitepochen dadurch definiert, dass die behandelten Zeiträume eine gewisse kulturelle Homogenität aufweisen. Damit geht übrigens auch eine Abstrahierung des geografischen Raumes einher, dazu später vielleicht mehr. Dies betrifft Parameter wie Gesellschaftsordnung im Inneren, spirituelle, religiöse Vorstellungen, Selbstwahrnehmung der zu betrachtenden Gesellschaften, deren Weltsicht und auch den technologischen Entwicklungsstand. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber sie mag uns hier an dieser Stelle einstweilen genügen. Grob vereinfacht kennen wir aus der Schule die Antike, das Mittelalter, die Neuzeit und die Gegenwart. Ägypten, Kreta, Phönikien, Mesopotamien, Indien und andere klammere ich an dieser Stelle aus, da dies hier zu weit führen würde. Feiner abstrahiert haben wir die Klassik, den Hellenismus, das Prinzipat, die Spätantike für die Antike, das Frühmittelalter, das Hochmittelalter und das Spätmittelalter für das Mittelalter und die Renaissance, die frühe Neuzeit, die Neuzeit für die Neuzeit, nein, kein Verhörer, und anschließend die Gegenwart. Auch diese bereits weiter differenzierten Zeitepochen ließen sich noch weiter unterteilen in Zeitalter der Entdeckungen, Barock, Rokoko, Industrialisierung, Kolonialismus etc. Es fällt auf, dass keine dieser benannten Epochen an einen metrisch-mathematisch definierten Zeitraum gebunden ist. Gleichwohl die Setzung der Start- und Endpunkte durch Historiker immer genauer, das heißt immer präziser auf singuläre Ereignisse bezogen wird. Übrigens umso genauer, je näher die Epoche an der eigenen Gegenwart des Betrachters liegt. Wie bereits erwähnt, brauchen Historiker Orientierungspunkte. Den in der Geschichte handelnden Akteuren ist es zu unterstellen, dass sie in den allermeisten Fällen nicht wussten oder gar beabsichtigten, dass ihr Handeln eine neue Epoche einläutete und damit eine andere beendete und sie damit buchstäblich Geschichte schrieben. Sie befanden sich in ihrem Hier und Jetzt und bezogen ihr Handeln und dessen Wirkung auf den Moment, allenfalls auf ihre Lebensspanne, die ihnen aber epochengeschichtlich, sofern sie sich darüber überhaupt Gedanken machten, fortlaufend konsistent erscheinen musste. Als Beispiele hierfür mögen die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg, die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus oder die Reformation durch Luther gelten. Alle drei Ereignisse sind im Übrigen beliebte Kandidaten, das Ende des Mittelalters und den Beginn der Neuzeit, respektive Renaissance, zu markieren. Freilich ist von großen Akteuren der Weltgeschichte, meist kriegführende Männer, überliefert, dass sie mit dem bewussten Anspruch, Geschichte schreiben zu wollen, handelten und agierten. Es muss aber konstatiert werden,
dass dieses bewusste in Angriff nehmen, oft genug im wahrsten Sinne des Wortes, nicht das gewünschte Ergebnis hatte und die angestrebten Veränderungen oft nur indirekt mit zeitlicher Verzögerung oder gar ins Gegenteilige verkehrt eintraten. Napoleon, Hitler und Stalin fallen in diese Kategorie. Ihr Leben und Wirken wird in keiner Weise mit dem Beginn oder Ende einer Epoche in Verbindung gebracht, wie bei Hitler und Stalin, sondern sie erscheinen als klassische Kinder ihrer Epoche. Napoleon setzt sich von den beiden Diktatoren insofern ab, als dass sein Leben oder Lebenswerk als eine eigene abgekapselte Zeitepoche gelten kann. Einen Platz in der Geschichte für herausragende Einzelpersonen kann aber auch ein Zufallsprodukt, das heißt ohne eigene Intention sein. Nach dem Motto zur richtigen oder falschen Zeit am richtigen oder falschen Ort. Kohl und Gorbatschow eignen sich hierfür als Anschauungsobjekte. Das eigene Zutun ist also in der Definition von weltgeschichtlichen Ereignissen für die vermeintlich handelnden Staatslenker, Kriegsherren, aber auch selbsternannte Denker eher Zufall oder gar eher abträglich. Geschichtliche Umwälzungen werden, wie am Beispiel Gutenberg, Kolumbus und Luther gesehen, durch die eher kleinen Leute, den Einzelteilen einer Gesellschaft bewirkt und dann auch eher unabsichtlich. Das heißt, sie werden erst in der Rückschau, in der Nachbetrachtung durch den Historiker als wegweisende Veränderung erkenntlich. Hier ließen sich wunderbar Cortés und Pizarro einfügen, die sich zum einen in ihrem Hier und Jetzt befanden, im Übrigen auf privaten Raubzügen mit lediglich pro forma hoheitlichem Auftrag, zum anderen aus heutiger Sicht im Zeitalter der Renaissance, aber für die ihnen begegnenden und letztendlich unterlegenen Kulturen der Azteken und Inka einschneidend und epochenbeendend, epochenbeginnend wirkten, freilich ohne sich dessen bewusst zu sein. Wenn wir nun eine Zeitepoche, so unscharf ihr Beginn und ihr Ende auch sein mögen, als Konglomerat gleichartiger kultureller Parameter auffassen und die entscheidenden Umwälzungen, Veränderungen als kleinteiliges Produkt vieler kleiner Einzelakteure, die in ihrem Hier und Jetzt gefangen sind, auffassen, so muss klar werden, dass sich diese Zeitepoche unmöglich in ein vorgegebenes Raster von 100 Jahren pressen lassen kann. Eine exakte Übereinstimmung wäre ein fast schon unnatürlich zu nennender Zufall der Geschichte im wahrsten Sinne. Durch den menschlichen Drang nach Ordnung und den Versuch, eine innere Logik zu etablieren, betrachtet der Historiker natürlich auch die Jahrhunderte als Zeitblöcke, aber eben als in ihrer Größe bzw. Dauer variable Zeitblöcke, die im Kontext ihrer Zeitepoche zu verstehen sind. Ein Beispiel. Die sogenannte Krise des dritten Jahrhunderts beschreibt die Zeit nach dem Tode des Kaisers Severus Alexander, geboren 208, gestorben 235, regierte ab 222, im Jahre 235 nach Christus bis zum Regierungsantritt Kaiser Diokletians im Jahre 284. Kaiser Diokletian ist geboren zwischen den Jahren 236 und 245 und gestorben um 312 und er regierte von 384 bis 305 nach Christus. Vereinfacht ausgedrückt herrschte bis zum Jahre 235 nach Christus im Römischen Reich eine mehr oder weniger Stabilität seit den Zeiten Kaiser Augustus, sogenannte Pax Romana. Nach diesem rund 50 Jahre währenden Zeitabschnitt zwischen 235 und 284 trat durch Diokletian und seine neue Herrschaftsform der Tetrarchie, die allerdings nicht von langer Dauer sein sollte, wieder eine gewisse Stabilität im Reich ein. Diese Zwischenzeit, sogenannte Reichskrise, war geprägt von militärischen Auseinandersetzungen gegen äußere Angriffe, Germanen, Parther und andere,
als auch innerer Instabilität in Form von rasch aufeinander folgenden Herrscherwechseln, teils illegitimen Usurpationen. Das Römische Reich zählte in dieser Zeit ca. 20 legitime sowie ca. 20 illegitime Kaiser. Von diesen ca. 40 starben lediglich 4 nicht gewaltvoll und nur einer eines natürlichen Todes. Auch hier bedingten und katalysierten sich die inneren Unruhen mit den äußeren Bedrohungen teilweise gegenseitig. Wie bereits erwähnt, spielt bei der Betrachtung von Zeiträumen auch der geografische Raum eine Rolle. Daher soll an dieser Stelle kurz darauf verwiesen werden, dass in diesen 50 Jahren nicht alle römische Provinzen in eine Krise gerieten, teilweise prosperierten sie sogar. Daher wird der Begriff Reichskrise von Teilen der Forschung durchaus kritisch betrachtet. Aber in der gesamtheitlichen Rückschau ist es allgemeiner Konsens, dass in dieser Zeit eine Veränderung eintrat, die den Zustand nach 284 nach Christus deutlich von dem Zustand vor 235 nach Christus unterschied. Und nun kommen wir an diesem Beispiel endlich zu der Frage der Jahrhundertdauer. Man kann bei den Jahren 235 bis 284 nach Christus von einem kurzen dritten Jahrhundert sprechen. Ein Jahrhundert, das de facto 49 Jahre und nicht 100 Jahre dauerte. Die 35 Jahre davor wären anhand der schon erwähnten Parameter dem zweiten Jahrhundert zuzuordnen und die 16 Jahre danach dem vierten Jahrhundert. Gemeinhin ist das kurze dritte nachchristliche Jahrhundert die Achsenzeit zwischen hoher Kaiserzeit und Spätantike. Typische Kennzeichen von beiden Epochen finden sich in dieser Zeit, sie gehen ineinander über oder lösen einander ab. Und wenn das jetzt auch ein sehr, sehr trockener theoretischer Teil war, wenn ihr noch da seid und es euch gefallen hat, ihr dürft mir das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir ein Like da lassen, ihr könnt mir den Kanal abonnieren, ihr könnt mich auf Patreon und PayPal unterstützen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder und auch dann nicht mehr so ganz dröge nur als Hörbuch, sondern mit ein bisschen mehr Bildern. Und in diesem Sinne, bis bald.